Drum, drum, drum. Dieses Teil war die letzten 5 Jahre in meinem Körper. Warum ich das drin hatte und was es damit auf sich hat und warum ich so glücklich bin, dass es raus ist, darum geht es in diesem Video. Also bleibt dran. Endlich fühle ich mich wieder ganz Frau. Ich habe 12 Jahre lang nicht meine Periode gehabt. Und das lag nicht daran, dass ich irgendwie krank bin, sondern nein, ich hatte mir immer wieder mal eine Spirale einbauen lassen. Ja, das ist dann eine Hormonspirale. Und im Gegensatz zur Pille ist die halt direkt an am Ziel und verströmt halt viel weniger Hormone. So gesehen ist das Ganze gesünder. Aber natürlich trotzdem beeinträchtigt dass das ganze System hier und ich hatte gar keine Tage mehr. Jetzt, heute ist der Tag gewesen, wo ich mir das habe rausnehmen lassen. Und ich sage euch eins, ich bin so froh, ich freue mich auf meine Tage. Unglaublich, aber wahr. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder zu entgiften, denn es ist ja mittlerweile auch bekannt, dass wenn die Frau ihre Regel hat, darüber auch ganz, ganz viele andere Stoffe rausgehen, die nicht in den Körper gehören. Also es ist eine Entgiftung. Und die hatte ich gar nicht mehr gehabt. Ich habe mir das Ganze einbauen lassen, weil, wie so viele da draußen, ich wollte nicht ungewollt schwanger werden. Und da die Hormonspirale eine einfachere und bessere Lösung versprach als die Pille, weil ich bin jemand, ich bin schusselig, ich vergesse das, ich kann mich übergeben, was auch immer, und dann ist man plötzlich schwanger. Das wollte ich nicht und die Pille, die Spirale, die ist fest eingebaut. Also die sitzt dann quasi so drin. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich habe das ein bisschen so da drin. Und wenn da dann der Arzt sieht, zack, dann kommt die wieder raus. So dass sie nicht einfach so rausfallen kann. Man kann also wirklich nicht ungewollt schwanger werden. Vielleicht in einem von 1 Million Fällen kann das mal passieren. Aber One of a Million möchte ich in diesem Sinne dann nicht sein. Ich habe mich auch immer sehr gut damit gefühlt und um ehrlich zu sein, es war auch gut, dass ich sie hatte, denn es ist auch schon mal ein Kondom geplatzt. Ja, das kann passieren und dann macht man sich tausend Gedanken, wenn man nicht die Pille nimmt oder sonst etwas. Und mit der Spirale, da habe ich mich immer 100% sicher gefühlt. Natürlich schützt das nicht vor anderen Krankheiten, die es da gibt, aber immerhin vor einer ungewollten Schwangerschaft. Vor 5 Jahren hatte ich dann die erste Spirale nach 7 Jahren mir entfernen lassen oder wollte sie entfernen lassen, bis der Arzt feststellte, der Faden ist weg. Das heißt, er konnte nicht ziehen. Ja, und was passiert dann? Das war ganz schrecklich, meine Lieben. Da musste ich eine Vollnarkose über mich ergehen lassen, damit die da unten mit irgendeiner Zange mir das Stäbchen hier aus der Gebärmutter fischen. Ich will gar nicht wissen, was da abgegangen ist. Das muss auf jeden Fall nicht so gesund gewesen sein. Und weil ich dann schon in Vollnarkose lag, dachte ich mir, komm, machst du direkt die nächste Spirale rein, dann hast du das auch hinter dir, weil das Einsetzen und Rausziehen ist nämlich nicht so ganz angenehm. Das durfte ich ja heute erleben, beim Rausziehen. Der Arzt hat mir Gott sei Dank geholfen, er sagt, ich soll ganz kräftig husten. Ja, und zack, war schon die Spirale weg. Ich habe es kaum gemerkt, bis auf ein leichtes Ziehen, vor allen Dingen danach. Das ist dann so, als ob man ganz schwer die Tage hat und sich alles verkrampft. So hat sich das angefühlt. Ein kurzer, 5-minütiger Schmerz und es war vorbei. Ich habe monatelang mit mir gerungen, ob ich jetzt die Spirale drin lassen soll oder nicht, weil die wirkt ja auch eigentlich 6 Jahre sogar. Habe mich aber dann doch entschieden, sie jetzt endlich rauszunehmen, weil A, ich habe gar keinen Freund, mit dem ich regelmäßig Spaß habe in der Hinsicht, sodass sich das auch gar nicht lohnt. Also ich brauche das nicht. B, es sind Hormone. Was machen die mit meinem Körper? Hilfe, ich habe keine Ahnung. Und C, ich wollte einfach mal meine Tage wieder kriegen, um richtig schön zu entgiften. Ich habe mir auch schon eine Menstruationstasse bestellt. Wann ich meine Tage kriege und ob das dann mit der Menstruationstasse so bei mir hinhaut, darüber werde ich ein eigenes Video machen. Ich bin selber schon mega gespannt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Bin aber froh, dass es in der Zwischenzeit so etwas gibt, denn vor mehr als 12 Jahren, wo ich noch meine Tage hatte, war es immer ganz schrecklich mit den vielen Tampons und Binden. Und jetzt weiß ich ja erst, dass diese Tampons voller komischer Chemikalien sind und man stopft die sich da direkt in den Körper rein, der alles aufsaugt. Ist ja furchtbar, was ich mir da reingetan habe. Gott sei Dank gibt es jetzt die Menstruationstasse. Gut für Mensch und Umwelt.
Wie verhütest du denn eigentlich? Nimmst du noch die Pille oder hast du eine andere Methode? Kennst du dich aus mit diesem Temperaturmessen, wo dann der Eisprung oder so gemessen wird? Ich habe keine Ahnung. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, wie du das findest, ob du auch die Spirale hast, ob du damit klargekommen bist, ob du sowas nie nehmen würdest und generell absolut Natur pur unterwegs bist. Ich bin schon total gespannt auf deine Kommentare und werde auf jeden Fall erstmal, tja, verhüten natürlich, aber dann eher mit einem Kondom, wenn es mal so weit sein sollte. Und sollte dann irgendwann ein fester Partner in meinem Leben sein, dann würde ich halt eigentlich ganz gern dieses Temperaturmessding ausprobieren. Aber vielleicht hast du ja eine bessere Idee. Also alles in den Kommentaren. Ich danke dir fürs Zuschauen und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch. Gern kannst du auch meinen Kanal abonnieren. Nur echte Stories aus meinem Leben oder mit interessanten Interviewpartnern, die ich auf Herz und Nieren geprüft habe, ob ihrer Glaubwürdigkeit, denn ich interviewe natürlich nicht jeden, sondern nur die, die mir persönlich auch glaubwürdig erscheinen. Wunderschönen sonnigen Tag wünsche ich euch noch und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder.